Herzlich willkommen zu einer neuen Spawn-Zweifel auf der Steinkühlergrube. Und ja. Okay. Ich hab mal die OP-Waffe Kevin 5x5D rausgehauen. Na, ich weiß, dass sie nicht OP ist. Aber ich hatte Lust, mal eine Waffe zu spielen, die ich nicht kann. Absolut nicht. So, und ich versuch's wieder so zu machen, dass ihr das Klicken nicht so laut hört. Obwohl ich kann, davon wirklich noch schlechter sein werde. Und wenn ich sowieso schon mit der Waffe spiele, die ich nicht gut kann und dann auch noch. So, egal. Ich gebe mein Bestes. Ja. Ich werde heute Abend vermutlich mal wieder streamen. Oh Gott. Und da kommt auch schon der erste Krieg. Okay, hätte ich sogar getroffen. Aber ihr seht ja, das ist... Geh sterben, please. Okay, ich kann so absolut nicht aimen. Ja gut, ins Platoon hat man das Klicken jetzt auch nicht so. In Smash ist es was anderes. Eigentlich sollte heute Fortnite kommen. Aber... Da es jetzt schon spät ist und... Fortnite aufzunehmen und zu schneiden am längsten dauert, dachte ich mir, hey, kommt das doch morgen. Ich hatte keine Tinte mehr. Ich kann die Kelvin nicht spielen. Man muss die Kelvin ja so spielen, dass man rollt, weil dann macht man mehr Double Damage und dann Gegner auseinandernehmen. Und ich kann das nicht mit der Kelvin. Die Kelvin hat mit der Feuerrad von der Kelvin. Kriegt das nicht hin. Ich werde so sterben. Ja, ach komm. Weil da der Kackregen ist. Also ich werde vermutlich dann einfach eine andere Waffe spielen. Weil mit der läuft es echt nicht, aber das ist auch kein Wunder. Weil. Alter, wie ich das, wie ich diesen Bug hasse. Wie ich diesen Bug hasse. So. Ich aim auf ihn und es trifft nicht. Das hasse ich an der Kelvin. Ich weiß nicht wieso. Entweder ist die Feuerrate irgendwie nur ein Schuss die Sekunde gefühlt oder keine Ahnung. Und diesen Bug, dass man aus der Tinte rausgeht. Jetzt auf einmal killt sie schnell. Ach. Und man ist immer so unbeweglich. Egal. Der Bug mit, ja, der Tinte. Also, wieso es auf der Tinte rausgeht, keine Ahnung, ich weiß immer noch nicht, wieso dann auf einmal, ja, der Inkling weiterläuft und, genau, ihr habt es gesehen, jetzt auf einmal konnte ich ihn schnell töten, ja, wieso der Inkling weiterläuft und nicht einfach weiter, ja, schwimmt, keine Ahnung, was für ein Bug ist, es nervt. So. Ja, 4 Kills. Nein, war jetzt keine gute Runde. Ich glaube, eine Runde spiele ich noch mit der Waffe, dann wechsle ich aus. Die Runde soll jetzt wieder so gut laufen, dass ich danach noch eine Runde spiele. Aber ich weiß es ja nicht. Na, ich weiß es nicht. So, da sind wir schon wieder auf der Steinkühlergrube. Ja, ich freue mich ja mega. Ja, vielleicht kommt in Zukunft wieder Challenges. Ich habe keine Ahnung. Ich hatte mir überlegt, wieder eine Challenge zu machen. So. Jo, ne? Problem, ich habe jetzt Zeit, oft mal weniger Zeit für Videos oder, also entweder kommen die Videos später oder teilweise gar nicht. Japp. Schulisch und so. Aber dann, sollte eigentlich Range, sollte eigentlich dann ab ja, nächste Woche. Hat der gerade seinen Hammer ne, der hat er gar keinen Hammer. Wieso? Das sah irgendwie aus wie der Hammer, aber der hat einfach nur das Regenprojektil geworfen. Habt ihr gesehen, wie schnell er mich getötet hat und ich konnte während dem Rollen. Es kam kein Schuss. Kein Schuss. Ich war bestimmt eine halbe Sekunde auf ihm drauf und es hat ihn keinen Schuss gehittet. Also. Das ist auch so ein bisschen das Problem, was ich habe.
Wenn ich mir da echt verarscht vorkomme. Komm. Jo. Ah, keine Titte. Ja, wie schnell er mich schon wieder getötet hat. Das ist so lächerlich mit dem Profi-Kleckser. Es ist einfach nur lächerlich. Und das Spiel so schlecht eingefärbt. Ja, so, ihr seht ja, ich brauche nach der Rolle, mache ich mit dem ersten Hit Double Damage. Aber jetzt, hier, es kam schon wieder kein Hit. Ich bin gerollt und es hat kein fucking Hit diesen Gegner getroffen. Es ist so lächerlich mit der Waffe. Es ist so lächerlich, sie ist so scheiße schlecht. Also sie ist so lächerlich schlecht, es ist so... Boah, ein Regen, das geht auch so auf die Nerven. Wieso ist diese Waffe so todesscheiße? Alter. Ja, der letzte hat doch nicht mal getroffen. Ach, das ist so lächerlich. Alter, diese Waffe ist so todesscheiße. Und dann töten nicht die Gegner auch noch, wenn sie dich nicht mal treffen. Die sterben. Das ist so lächerlich. Alter. Okay, also... Manchmal... Kommen hier von manchen Waffen echt ziemlich verarscht vor. Sag ich mal so. Ach komm, die sterben. So. Ernsthaft, den letzten Schuss noch getroffen. Ah, Leute. Echt lächerlich. Oh, knapp noch gewonnen. Aber ja, ne? Die Runde war zwar besser, aber ich wechsle die Waffe. Das ist mir mit der Kevin zu lächerlich. Wie oft habe ich jetzt lächerlich gesagt? Naja. Ich wechsle die Waffe. So, Arowana Center. Ja, Abwechslung. Hey! Juhu. Naja. So. Und ich habe meine Waffe geändert. Weil ich mit der Waffe vermutlich besser spielen werde. Ich habe keine Ahnung, ich habe einfach irgendeine Waffe genommen. Wie ich mir jetzt genau für die entschieden habe, weiß ich nicht. Wie gesagt, das ist eigentlich eher... Nicht, natürlich nicht Zufall, aber... Wieso war hinter mir ein Regenschauer? Wieso habe ich den nicht getroffen, obwohl ich auf ihm drauf war? Und wieso hat sich mein Ult nicht gezündet, wenn ich drauf gedrückt habe? Okay, Splatoon wird jetzt zu Bugtoon oder was? Ich weiß, ein grandioser Name. Aber wieso zum Teufel? Splatoon hat immer mehr Lags. Das ist irgendwie richtig lächerlich. Erstes mit der Tinte. Jetzt der Scheiß. Alter. Ach komm, wie feige kann man denn sein? Ja, du bist feige, hast es endlich eingesehen. Oh Mann, ist so lächerlich. Okay. Okay, der ist, der, die das ist, down. Das heißt, ich kann jetzt Bomben werfen überall hin. Yeah, ich kann fröhlich Bomben verteilen und einfärben und... dich töten. Und der Sniper kann mich töten. Und nur weil das kann, heißt es nicht, dass das auch macht. Hallo, wollt ihr mich nicht verfolgen? Das wäre ich ehrlich gesagt sehr froh. Denkt ihr ernsthaft, dass sie uns alle getötet haben? Nein. Tja, das tut mir jetzt natürlich leid. So, okay. Leute, ich war schon ewig nicht mehr bei den Gegnern in der Base. Da, 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 da.
So. Yep. Wir spielen gerade, also ich und mein Mate spielen gerade echt gut zusammen. Das zumindest kann man sagen. Und wir halten die Gegner sehr gut auf. Zumindest zwei von ihnen. Ja, ich habe ihn noch. Ich habe ihn noch bekommen, aber ich glaube, es hat nicht mehr als Kill gezählt. Es wurde unten zumindest nicht mehr angezeigt. Der ist nur noch im Kreis lang gelaufen. Und unsere Mates haben irgendwie gar nichts gemacht, wenn wir die zwei da aufgehalten haben. Also ich habe keine Ahnung, was mit unseren Mates los war. Oh, einer der Gegner hat Disconnect. Ja gut. Okay, schnelle Runde. Ab in die nächste. Ja, schnelle Runde. Es ist nicht... Ich habe nicht viel Verschiedenes gemacht in dem Sinne, sondern die Runden sind ja immer 3 Minuten lang. Hey, Destructor ist in der Runde. Hey. So, sieht es hier, Markt. Und ich bin im Gegner-Team von Destructor. Really? Also bei der Waffe musst du dich schämen. Nein, Spaß. So. Ja, das wird ja lustig jetzt werden. Okay. So. Wo kommen denn alle Gegner? Der spielt schon mal komplett scheiße. So. Okay, einen habe ich. Bisher sind die anderen entkommen. Problem, ich habe keine Ahnung, wo die ganzen Gegner sind. Gewonnen-hitted? Ja, ich glaube es auch. Auf die Distanz hat er gewonnen-hitted. Wenn ich direkt vor dem Gegner stehe und eine komplette Breitseite gebe, werden sie nicht gewonnen-hitted. Alter. Wenn es zumindest so wäre, dass man mit dem... hier. Hier ist der Roller. Den R, den, also Contra. Wenn man damit zumindest nicht immer one-hitten würde, wenn man komplett drauf ist auf den Gegner. Also wenn es nicht für ein One-Hit reichen würde oder so, okay, aber so ist es irgendwie echt lächerlich. Okay. Oh, ja. Ha, das war da. Ha! Ist gerade echt gefährlich. Deshalb ziehe ich durch. Ja, konnte ich auf jeden Fall gut durchziehen. Der wird herkommen. Mit seinem Ding werfen. Und du wirst sterben. Du würdest sterben, hätte ich Tinte. Alter, ich reg die Leute, die einfach nur rumrollen, so dermaßen auf. Das glaubt ihr mir gar nicht. Also, ich verstehe diese Leute nicht. Ja. Junge, du wirst sterben. Roll nicht. Alter. Wie kann man so schlecht sein? Also, wie kann man so... Oh, was? Der kann auch normal angreifen und ich konnte meinen Schirm nicht aufspannen. Alter, mich machen solche Leute so wütend. Das glaubt ihr mir gar nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht den Grund, weshalb die nur so angreifen. Also wieso sie nur rumrollen. Das ist genauso wie bei David. Ich verstehe es nicht. Es gibt keinen Sinn. Also ich meine, ich habe auch mal so ein Challenge gemacht. Aber ihr könnt mir nicht erzählen, dass total viele Leute diese Challenge machen. Und... Oh, ich habe keine Tinte. Das können wir nicht erzählen. Und dann auch noch, dass die dann ja zwischendurch auch noch normal angreifen. Also machen sie ja gar nicht die Challenge. Aber Alter, mich regen die Leute so auf, diese Spielen. Weil es bringt nichts. Es fuckt einfach nur den Gegner ab, wenn die dann versuchen, vor dir wegzulaufen. Und dann nur länger brauchst, um sie zu töten. Ich meine, die kriegen damit ja nichts hin. Guck mal, ist es nicht traurig, dass 42 und 30 sind die... Ist es nicht traurig? Ah, ich muss Wut ablassen. Ey, okay, dann habt euch einen schönen Tag, macht's gut, bis zum nächsten Folge, bis zum nächsten Stream und ja, ciao, ciao.